Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom World to Gold Projekt. Wir spielen heute Senna. Ich bin Senna in Two Looks. Also die letzten 3-4 Games wurden gedodged. Darunter war auch zum Glück ein Dodge dabei, wo wir eine Sorakam-Jungle mit Ghost Clans hatten. Ja, was wollte ich sagen? Achso, in diesen 3-4 Matches habe ich mit Lux quasi mein Hin und Her geswitcht, wer Senna und wer Lux gespielt hat. Also vielleicht war das ein übelster Zufall, aber vielleicht ist das die Lux, mit der ich die ganze Zeit hin und her switche. Ach man, nee, das ist so dumm, ne? So, auf jeden Fall gegen Lux. Könnte ein bisschen ätzend werden. Aus dem Grund heraus, dass sie eine Menge Poke hat. Und wir können natürlich auch ein bisschen Quatsch machen. Ja, da ist das ein Ranged-Matchup, weswegen wir wahrscheinlich nicht so ewig viele Seelen bekommen. Aber mal sehen. Irgendwie ein bisschen Angst, weil die Lux noch keine Fähigkeit gemacht hat. Sehr schön. Twitch hat keinen Flash mehr. Zumindest einen Kill bekommen in Return. Trotzdem nicht optimal. Wir müssen dran denken, dass der Twitch hierhin TP't haben kann. Aber leider ein bisschen respektieren. Dank Twitchy muss noch hier sein. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben jetzt quasi nur Mobility gekauft, eine Träne für ein bisschen mehr Mana. Hat zumindest ein Langschwert. Sind auf jeden Fall echt gute Head hier. Na, hat sie das gefühlt? Muss übrigens dazu sagen, wenn ich richtig gestalkt habe, ist die Lux in Senna Main. Sie kriegt vielleicht gerade Schmerz in den Augen, wie ich spiele. Ich muss übrigens sagen, die Swifties hier helfen gerade ganz gut. Ich kann da sehr schön hinterherkommen nach einem Trade. Oh, ich habe absolut verkackt. Da habe ich leider absolut verkackt. Bitte kriegt die Cannon, danke. Ja, Shaco ist hier. Nee, Kiana war das. Soll ich ein bisschen an ihr heilen? Natürlich ärgerlich, dass er geklaut wird. Oh, haben wir mal einen Double Kill gemacht. So muss die Ult aussehen. Shaco sollte eigentlich auch tot sein. Sehr schön. Aber gefühlt eigentlich nochmal Base gehen, um uns den Hammer zu holen. Ja. Dieser ganz in Ruder Last hinten. 50 Seelen ist gerade echt nicht so geil. Oder? Keine Ahnung. Weiß es tatsächlich nicht. Aufpassen. Shaco. Ist auch egal, ob das tatsächlich der falsche ist. Denn, es ist, ich kann trotzdem meine Seelen von ihm stacken. Ich gehe mal Richtung Midlane. In der Hoffnung, dass wir das covern können hier. Aufpassen, was wir hier machen. Eigentlich bad, dass ich hier Base gehe. Aber ich muss. Ja, was heißt ich muss, aber ist auf jeden Fall sehr praktisch. Da habe ich nämlich Eclipse fertig. Und schon mal hier den Kircheis-Shard. Mir ging es einfach nur darum, dass ich Eclipse fertig habe. Die steht 7-2. Oh, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Okay, das ist bad. Da bin ich umsonst gestorben. Guck mal, dass die Toplane deffe. Kann hier immer noch rein ulten. Sehr schön. Natürlich für Senna immer ärgerlich, wenn man nicht am Drake dabei ist. Das sind zwei Seelen nochmal.
war ein bisschen knapp. So, er hat keine Ult mehr. Ist vielleicht für den Jax ganz wichtig. Wir müssen nochmal irgendwie hier ein paar Seelen farmen, ne? Die Qiyana macht das leider auch nicht schlecht, ne? Also, come on. Okay, haben noch 2 für 2 rausgeholt. Ich darf da nicht so greedy sein für die Seele. Muss sie dann da einfach sein lassen. Vielleicht noch versuchen zu ulten. Die Ult war natürlich ein bisschen überflüssig, aber ich wusste nicht, ob die jetzt reinspringt oder nicht. Und so habe ich den nochmal ein bisschen Damage gemacht. Ich laufe noch perfekt da rein. Sehr schön. Ist Vision drin. Hey. Mist. Ich habe gehofft, dass ich überlebe, dass ich noch eine Kuh machen kann auf irgendwas. Aber nein. Oh, hallo, Tristana. Sie hat jetzt auch noch Edge of Night. Okay, das wird hart gegen sie zu spielen. Kann halt hier. Ich wollte gerade sagen, sie muss halt nicht wirklich was machen und wir sind tot. Ja, die hat leider überall schön Kills herbekommen. Man kann nicht mal sagen, dass Midlane irgendwie gefeedet hat. Die ist halt echt gut am Roam gewesen. Muss man leider sagen. Ja, ich gehe mal mit zum Herald. Dann können wir natürlich auch nochmal... Ah, ärgerlich. Das ist der Falsche, ne? Die wollen wir natürlich nicht fighten. Hier aber zumindest Vision hinkriegen. Das soll leider nicht genau wie Qiyana funktioniert. Er hat da oben aber noch den Turm bekommen. Hier noch gehittet werde, ist vielleicht... ein bisschen von der Wand weg. Ach Mann, wenn der Shaco da nicht vorher aufgetaucht wäre. Okay, aber wir haben zumindest jetzt hier Rapid Fire Cannon fertig. Wir können dann jetzt Richtung Manamune gehen. Auf dass wir irgendwann so eine hohe Attack Range haben, dass wir die Qiyana töten können, ohne dass sie zu uns kommt. I mean, wir haben jetzt schon eine sehr angenehme Auto-Attack Range, ne? Gucken wir mal, ob wir Richtung Mitte helfen können. Schön ist, wir haben den Drake gerade nochmal bekommen. Müssen wir gerade aufpassen. Sonst springt sie da einfach rüber. Das wollen wir ja, wenn es geht, verhindern. Ah, schon wieder. Die mag das da. Angeflasht, Ult. Ah, da komme ich leider dann auch nicht weg. Ich meine, ich hätte einfach nicht mehr stehen sollen. Ich hätte einfach weggehen sollen. Ärgerlich. Der Blade ist auch gut für ihn. Und das Bild so nicht. Warum gehst du da denn rein? Die Ult war ein bisschen... Oh, Tristana. Sehr schön, ich wollte gerne, dass Trist den Shutdown bekommt. Ah, schade. Lux hat kein Flash mehr. Können wir uns nochmal so einen Hammer kaufen. Ist auf jeden Fall gerade wichtig auch, dass Trist den Shutdown bekommt. Braucht man auf hier Rapid Fire? Keine Ahnung. Egal, ich versuche erstmal jetzt Vision zum Drake zu bekommen. Ist leider nicht so ein Stomp wie die letzten beiden Games. Aber wir können damit arbeiten. Dadurch, dass wir die ersten beiden Drakes bekommen haben, dürfen wir uns es auch erlauben, zur Not einen Drake abzugeben. Das wird ein AP-Twitch. Okay. Oh nein.
Ach Mann. Ich habe so gehofft, dass sie wieder zurückgeht. Ich habe noch gedacht, oh, hier laufe ich gerade sehr dämlich. Aber ja, Karma-Schelle. Okay, wir müssen mal irgendwie jetzt hier was reißen. Eine sehr, sehr starke Kiana. Das ist ein bisschen bad. Aber nichts, was nicht unmöglich ist. Sehr schön. Die Ult gemacht in dem Moment, wo er sie getötet hat. Ist wild. Egal. Okay, ich kann mal gucken, ob ich mir vielleicht an dem Wukong vielleicht so ein paar Stacks sammeln kann. Schade. Und zu erwarten war es, dass er auch mit drauf gehen wird. Ich wusste, dass wir da Vision haben. Hat sie den Jump verkackt? Nee. Jack sagt gleich Frozen Heart. Überlegs-P mitnehmen, was geht. Okay, ich habe jetzt eigentlich mit einem Ward oder so gerechnet. Sehr schön, auch wenn es ein bisschen sehr der Overkill war. Aber können wir nicht Nash machen? Drei Leute tot von denen? Haben wir jetzt nicht den Nash gemacht? Ach Mann. Wir haben drei Leute von denen tot. Und dann an dem Jungler. Und Kiana. Ach, das ist so unnötig, dass wir den nicht machen. Ah, mit dem TF sein Farm auch nicht wegnehmen. Jo. Er hat ein bisschen missklickt. Ja, ich habe leider ein schlechtes Gefühl, wenn der Nocturne disconnected ist. Okay, er ist wieder da. Sehr gut, ich habe nichts gesagt. Könnte AI gehen, ne? Ich glaube, die Kiana besiege ich nur, wenn ich sie vorher töte. Müssen natürlich ein bisschen mit Jax zusammenfighten. Wenn ihr die Wave clearen. Natürlich extra den Cannon sterben lassen. Damit ich die Seele bekomme. Ist ja logisch. Drake ist in 30. Schön, wenn wir den vielleicht kriegen. Oh, die Ult war viel zu spät. Oh. Die macht ja gar keinen Spaß. Ich habe gar nicht auf die Karte geguckt. Okay, was machen wir? Irgendwie kommen wir hier gerade nicht sehr wirklich voran. Problem ist, ich darf auch nicht wirklich Vision irgendwie machen. Hier überall könnte eine Kiana, ein Shake oder sonst irgendwas hocken. Ist alles irgendwie nicht so einfach. Ich kann mich hier noch Farm mitnehmen. Kiana kann ja halt, wie sie lustig ist, durch den Jungle gehen. Können wir uns hier einmal den Twitch abholen. Shake oder auch? So, Mann, nee. Ich meine, ist Jax rausgekommen. Okay, die werden jetzt Nash machen. Alles andere wäre dumm. Was wir hätten schon lange machen sollen, dass wir wieder schön Geld in die Kasse bekommen. Wie gesagt, das war zu erwarten. Oh, das ist bad. Aber die Kiana macht das komplett richtig. Sie nutzt den Lead, um die anderen ahead zu bringen. Ich meine, am Ende des Tages ist es halt auch eigentlich nur sie. Die anderen machen halt so ein bisschen Damage, was halt nicht so schlimm wäre. Aber durch die Kiana reicht das halt. Sehr schön. Wichtig und richtig. Kriegen reduzierten Minion Damage. Bitte lass das für was Geiles reichen. Sehr schön. Wichtig. Ult war trotzdem ein bisschen late. Ah, wir können hier noch ein bisschen Quatsch machen. Und dann aber nach dem Turm auch zurück. Weil Kiana jetzt kommt. Genau. Langsam haben wir auch eine angenehme Auto-Attack-Range. Du machst ja gar kein Damage mit deinen Auto-Attacks. Okay. Natürlich ärgerlich, wenn wir da gerade nicht so hart verlieren dürfen.
Jayco lebt halt noch, ne? Ach, schon wieder geht er hier rüber. Schön. Shaco wollte wahrscheinlich einfach nur baiten nach dem Motto, dass ich auf den anderen Shaco gehe. Aber dadurch, dass ich dem echten Shaco ja deutlich weniger Schaden mache, wusste ich, ich bin beim richtigen. Sehr schön. Eine fucking Lux. Ey, wir haben doch jetzt nicht vor einem Twitch Angst. Vor Twitch Lux, da haben wir doch keine Angst vor. Da ultet der Nocturne drauf. Und jetzt war jetzt gerade ein bisschen Tempo, aber ich habe fast 6k. AI wird reinscheppern. Müssen aufpassen, dass sie nicht übers Portal kommt. Wichtig. Jungs, wir beenden. Sehr schön. GG, well played. Oh, also zu Anfang sah es aus, als wenn wir die richtig hart stompen. Dann sah es aus, als wenn die uns richtig hart stompen. Und dann haben wir unsere Items bekommen, um das auszugleichen zu Qiyana. Oh, wichtig. Ach komm, Tristana kriegt meine Honor. Die ist Iron, hat sie gut gemacht. Oh, ich hab Mastery 7 Token. Sehr schön. Geilo. Ah, fast den Most Damage gemacht. Eine Ult besser hitten. Sehr schön. Na, einmal kurz die Runen. 2800 Heilung. Schon ganz gut. Ja, sehr schön. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.